Stöpsel sieht aus wie ein begossener Pudel. Der Morgen war super. Gerade eine Stunde nach ihm gesucht. War auf dem Weg zum Auto. Dann ist er abgebogen in den Garten und hat sich verlaufen. Und das um 5.30 Uhr morgens. Das war super. Alina natürlich in heller Aufregung. Ich komplett unter Strom. Zum Glück kannte ich da einen Mann, der morgens Zeitungen ausliefert oder Prospekte. Er hat ihn dann gesehen, natürlich ist Stöpsel vor ihm abgehauen. Und ich, wie der letzte Creep, bin durch die ganzen Hintergärten gelaufen mit einer kleinen Taschenlampe. Also hat mich da irgendeiner gesehen, der dachte, also locker hätten die Polizei gerufen. Ja, jetzt ist er wieder da, bisschen verängstigt, aber nochmal Glück gehabt. Eigentlich muss ich auch hier die Stunden geben um 6.30 Uhr morgens und um 6 Uhr die Box aufmachen. Das hat natürlich alles nicht geklappt. Wollte auch eigentlich jetzt gleich laufen, aber irgendwie bin ich gerade nicht in der Stimmung. Auch komplett versaut. Meine Schuhe. Absolute Katastrophe. Die kannst du eigentlich direkt wegwerfen. Naja, versuchen wir noch sauber zu machen. Apropos Schuhe. Ich habe auch neue Metcons. Die wurden gestern schon ausprobiert. Aber ich muss euch sagen, die Metcon 8, die fühlen sich irgendwie enger an. Irgendwas haben die daran verändert, dass sie jetzt noch enger aus der Mitte heraus sind. Vielleicht ist es auch nur mein Empfinden. Sonst fühlen sie sich eigentlich an wie der Metcon 7. Haben auch nicht viel dran geändert, glaube ich. Aber ja, was soll man auch dran ändern, wenn der Schuh vorher gut war, ne? So, jetzt erstmal einen Kaffee machen, um einen Schock. Und ich sehe auch, ich müsste mal wieder zum Friseur. Ich hatte auch eigentlich am Samstag einen Friseurtermin, also am Wochenende. Aber Leon war ja krank und dann fiel das leider aus, das Papa-Sohn-Friseur-Meeting. Hab heute wieder einen langen Tag, heißt Essen ist auch vorbereitet. Apfelbanane, Overnight Oats und Schwarzbrot mit Avocado und Gurke. Eigentlich wollte ich nach dem ganzen Stress heute nur eine Einheit machen, aber habe mich jetzt doch dazu entschieden, eine schöne Laufeinheit zu machen. Ich glaube, die wird nur relativ kurz und knackig, so um die 20, 30 Minuten. Mal schauen, wie viel Volumen ich da reinpacken will. Aber ich starte erstmal mit einem 1600 Meter Lauf. Danach geht es in 400 Meter und 200 Meter Intervalle. Wie viele das sein werden, vielleicht wird es auch nur eins von beiden sein, entscheide ich einfach mittendrin. So nach Bauchgefühl und Stresslevel. Es waren jetzt 1600, 800, 400 und 200 Meter. Die Paces waren 12 km/h, 13, 15 und 16. Und es ist immer noch was anderes, auf dem Assault Runner zu laufen als draußen, weil es halt gefühlt immer bergauf geht. Kommt aber dem normalen Poselaufen oder dem ergonomischeren Poselaufen entgegen, was ich halt auf der Straße halt immer üben müsste, und hier kommt es natürlich. Also vollkommen fein, dass es dadurch ein bisschen härter ist und länger dauert. Pause dazwischen waren 2 Minuten, 1,30 und 1 Minute. Ja, war eine gute erste Einheit. Gut, dass ich es gemacht habe und nicht den einfachen Weg außen rum gesucht habe. Okay.
festgestellt, dass Single Unders schwieriger sind als Double Unders. Weitaus schwieriger. Es war seltsam, kürzer die Lunges in einem Workout zu machen, aber hat das Ganze auch ein bisschen entschleunigt und man konnte eine gute Pace auf dem Bike halten. Von daher, ungewünschtes Workout, aber tat mal gut, nicht die ganze Zeit pushen zu müssen, einfach nur eine konstante Pace zu halten für 15 Minuten. So, jetzt noch ein bisschen Accessory Work, das nehme ich aber nicht auf, das sind so Rear Deltflies und so ein Gedöns. So, wir haben jetzt schon den nächsten Tag. Gestern war zu stressig, um weiter zu filmen. Von daher jetzt aus dem Parkhaus. Ich gehe zum Friseur. Die Matte muss bereinigt werden. Ich melde mich danach nochmal. So. Fertig beim Friseur. An der Box angekommen. Jetzt gleich werden die Stunden hier noch gegeben bis heute Abend. Vielleicht habe ich es jetzt gleich noch zu trainieren, aber ich denke eher nicht. Aber wie gut tut es eigentlich, beim Friseur gewesen zu sein? Ich warte immer viel zu lang damit. Bei mir dauert das meistens so 1-2 Monate. Dann sind die Haare viel zu lang, ich fühle mich scheiße und danach fühle ich mich richtig gut. Und denke mir immer, warum warst du nicht schon vorher da? Naja, kann ich nicht immer selber bestimmen, zeitlich gesehen. Von daher, vielleicht müssen wir da eine größere Priorität drauflegen. Ich liebe es. Halle wurde gerade frisch geputzt. Ich werde mich gleich noch aufs Concept 2 Bike schwingen. Bisschen Active Rest. Wobei diese Active Rest Days, das sind keine Active Rest Days. Ich muss jetzt, glaube ich, gleich 5 Minuten bei 113% von meinem 20 Minuten Watt-Test fahren. Dann 2 Minuten Pause und das Ganze insgesamt für 5 Runden. Da kann mir doch keiner erzählen, dass das Active Rest ist. Danach sind meine Beine immer Fritte. Naja, machen wir trotzdem. Wird auch nur dann so eine halbe Stunde dauern. Ne? Ein bisschen gerade Matte im Kopf. Und dann sind wir auch fertig für heute. Naja, nicht ganz. Da muss noch gearbeitet werden. Wie ihr seht, bin ich auch schon wieder umgezogen, hatte mich aufs Fahrrad gesetzt, mir dann mal überlegt, wie lange ich eigentlich jetzt schon durchtrainiere. Mal wieder 14 Tage ist es an der Zahl. Habe mich auch schon leicht ermüdet gefühlt. Von daher habe ich mir kurzerhand entschieden, einen kompletten Rest-Day draus zu machen. Gerade mit dem Stress drumherum ist das, glaube ich, mal ganz gut. Und von daher sage ich auch für das Video Tschüss. Wir sehen uns beim nächsten Mal und vergesst nicht, lasst einen Kommentar für den Algorithmus da. Eventuell noch ein Like. Haut rein.